Die nächste Rednerin ist die Budgetsprecherin der ÖVP, Gabriele Tammerl. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben es hier durchaus mit einer außergewöhnlichen Anfragebeantwortung zu tun. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Kollegin Moser. Ich glaube aber, dass der Herr Bundesminister Brandstätter schon, als er angetreten ist als Minister, als Justizminister, schon damals gesagt hat, dass er so alles daran setzen wird, dass wieder Vertrauen in die Justiz hergestellt wird. Und ich glaube, dass wir auch, wenn wir uns oft einmal verständigen, auf den Datenschutz, wenn wir sagen, hier darf das eine oder andere nicht an die Öffentlichkeit dringen, wo wir ja oft uns auch aufregen, ja, dass irgendwelche Befragungsprotokolle oder irgendwelche Anklageprotokolle in die Öffentlichkeit gelangen, sagen wir ja auch oft, bitte, wie kann es das geben und wie darf es sein? Ich glaube auch in diesen sogenannten glamourösen Fällen, die Sie da angesprochen haben, dass hier vielleicht so die Bevölkerung das Gefühl haben kann, dass da einiges verschleppt wird. Das ist überhaupt keine Frage, dass da vielleicht ein bisschen schneller gearbeitet werden sollte oder kann. Aber eines darf man natürlich auch nicht vergessen, dass auch diese Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, ehemalige Minister, ehemalige Politiker, ehemalige Wirtschaftsbosse, dass die auch ein Recht haben auf Datenschutz und auf Wahrung ihrer Privatsphäre. Weil ganz ehrlich, wenn ich in der Zeitung lese, wer dem ehemaligen Finanzminister Grasser einen Attest auf eine Lungenentzündung ausgestellt hat, also ehrlich, das tut zur Sache nichts und das tut auch der Justiz oder dem Vertrauen in die Justiz nicht besser und das bringt in der Sache überhaupt gar nichts. Ich möchte aber, nachdem ich auch im Untersuchungsausschuss war, möchte ich schon noch zwei Beispiele bringen, weil auch der Gesundheitszustand einiger oder zweier Personen angesprochen worden ist. Sie selbst waren ja die Vorsitzende in diesem Untersuchungsausschuss und wir haben ja, glaube ich, oft einmal ganz hart in der Sache in diesem Untersuchungsausschuss uns da gematcht. Ja? Aber ich glaube, eines war schon klar und da waren sich alle Fraktionen im Untersuchungsausschuss waren einig und da waren auch Sie als Vorsitzende einig, dass wie wir bei einer Befragung, bei einer Auskunftsperson gemerkt haben, dass der Gesundheitszustand nicht dem entspricht, wie wir uns das vorstellen, dass wir erstens einmal gleich einen Antrag gestellt haben, dass es keine öffentliche Befragung gibt, weil es ganz einfach dem Persönlichkeitsschutz da waren wir uns alle einig. Ja? Und wir haben auch dann gesehen, dass die Befragung überhaupt nichts bringt. Ja? Das sind aber Dinge, da muss man, das muss man auch nicht unbedingt dann öffentlich machen, dass es solche Krankheitsbilder gibt oder dass es irgendwelche Personen gibt, die davon betroffen sind. Oder ich nehme nur her einen ehemaligen Kabinettschef, der im Ausschuss zusammengebrochen ist und wo die Familie dann eine Vermisstenanzeige gemacht hat. Das heißt also, auch diese Personen, auch da muss man etwas Gutes veröffentlichen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass solche Verfahren und gerade auch Verfahren, die öffentlichkeitswirksam sein, wo die Öffentlichkeit ein sehr großes Interesse hat, auch zu wissen, wie transparent wird das Verfahren abgeführt, werden Verurteilungen vorgenommen, warum werden sie nicht vorgenommen, wenn sie nicht vorgenommen werden. Ja? Ich glaube, da muss man drauf achten, aber ich glaube, um zu schließen mit dem ich begonnen habe, der Herr Justizminister, und das hat er heute auch wieder bekannt, er möchte auf jeden Fall hier die Verfahren verkürzen und er möchte auf jeden Fall die Rechtsstaatlichkeit sicherstellen und er möchte jedenfalls, dass das Vertrauen in die Justiz hergestellt ist. Aber eines ist auch klar, wir können nicht nach Datenschutz rufen, wenn es uns passt und wenn es uns nicht passt, dann den Datenschutz anprangern. In diesem Sinne glaube ich, dass es auch notwendig ist, solche Anfragebesprechungen mit einer Kurzdebatte zu besprechen, um es nicht stehen zu lassen, zu sagen, dass der Herr Minister vielleicht keine korrekte Anfragebeantwortung getätigt hätte. Sagt Gabriele Tammerl, die ÖVP-Budgetsprecherin.